Herzlich willkommen zur Effie Speed Academy. Ich bin Nadine und ich habe heute die Ehre, die Speed Academy von Daniel Adolf zu moderieren. Und ich sage auch gar nicht viel, aber ich wollte es mir trotzdem nicht nehmen lassen, ihn gebührend einmal kurz einzuführen für alle, die ihn nicht persönlich kennen. Die meisten kennen ihn sicherlich auf jeden Fall vom Namen her. Ich habe lange überlegt, wie ich ihn vorstelle. Wir kennen uns nämlich schon ganz lange. Daniel war mal mein Chef. Wir kennen uns seit 2012. Da war Daniel Chef einer Spree, Beratungs- und Strategiechef. Ich war damals 2 Jahre da schon. Das heißt, ich hatte schon ein bisschen Jungfernmatt-Schule. Aber dann hatte ich endlich einen richtigen Strategiechef, hatte eine tolle Strategiechefin als Head of Planning mit Julia Peukert. Aber Daniel kam dann noch als Oberchef quasi hinzu. Und das bringt mich auch gleich zur Speed Academy, denn Jungfernmatt ist ja berühmt und berüchtigt dafür, dass es die erste Agentur war, die das Effi-Schreiben und Effizienz, Efficiency Planning wirklich ernst genommen hat. Und das haben wir dann auch an der Spree. Gemeinsam haben wir für Sparkasse und Nikon Erfolge tatsächlich feiern können. Das lag jetzt nicht nur an unserem Schreiben, sondern vor allen Dingen auch an den Kampagnen. Haben auch ein paar Nieten gezogen. Aber es gab intern bei Jungfernmatt auf jeden Fall immer schon einen großen Wettbewerb, auch welches Office irgendwie die meisten Preise und die beste Ratio hat. Es wurde nichts dem Zufall überlassen. Ich nähere mich, wie ihr seht, langsam dem Titel, sondern mit Wahrscheinlichkeiten gehandelt. Es gab einen regelrechten Prozess, die eben Wahrscheinlichkeiten nicht manipuliert, aber optimiert haben. Und das ist auch der Titel, den Daniel heute gewählt hat. Und der ist zum Glück nicht wie auf LinkedIn vom GWA angekündigt, dass es nichts Unwahrscheinlicheres gibt, als einen Effi zu gewinnen, sondern dass es Unwahrscheinlicheres tatsächlich gibt, als einen zu gewinnen. Davon habe ich sehr selbst viel gelernt von ihm und später bei Heimat und anderen Agenturen dann auch anwenden können. Mittlerweile schreibt Daniel auch mal einen Effi-Case und sitzt auch in Jurys, aber hauptberuflich ist er heute freier Marken- und Marketingberater, Pitch-Consultant und auch vermehrt Agency-Consultant. So, wenn ihr jemanden braucht, ne? Bisschen Werbung. Für mich ist er nicht nur ein wichtiger Ermöglicher meines Weges, sondern auch ein Freund mittlerweile, seit einigen Jahren. Und ist heute jetzt nicht das Kernthema, könnt ihr uns aber auch zu befragen, wenn ihr wollt. Genug der Einführung zu Daniel jetzt. Er hat 10 Dinge mitgebracht, die die Wahrscheinlichkeit, einen Effi zu gewinnen, steigern sollen. Wenn jetzt alle zuhören und dann anwenden, was er sagt, wird es wohl hoffentlich dann eine Effi Award-Flut geben, in diesem Jahr. Dann also schieß los, Daniel. Dankeschön, Nadine. Guten Morgen in die Runde. Ich freue mich, dass ich hier sprechen darf. Nadine hat schon viel über mich gesagt, aber ich sage trotzdem noch mal ganz kurz, warum darf ich über das Thema hier sprechen? Ich arbeite seit über 20 Jahren im Bereich Strategie und war viele Jahre lang Geschäftsführer und Partner bei verschiedenen Jungfernmatt-Agenturen im Schwerpunkt, war aber auch mal bei Scholz & Friends und so weiter, aber im Schwerpunkt meiner Karriere bei Jungfernmatt. Habe unzählige Effi-Cases selber geschrieben, dabei alle Farben gewonnen und noch viele, viele mehr gelesen, weil in der Tat hatte Jungfernmatt einen relativ ausgeprägten systematischen Prozess, der mal mit Jeremy von Matt anfing, der alle Cases gegengelesen hat. Dann später gab es ein Gremium, was dagegen getreten hat, sodass das alles passte. Ich war vor ein paar Jahren tatsächlich dann nochmal in der Vorjury und habe im letzten Jahr sogar für eine befreundete Agentur nochmal einen Case geschrieben, den ich jetzt nicht benenne, der aber auch was gewonnen hat. Also insofern habe ich nochmal eine frische Effi-Schreibeerfahrung im letzten Jahr gemacht, habe aber wirklich viele gelesen, weil ich irgendwie bemühe mich, viele Cases zu lesen. Insofern glaube ich, kann ich darüber reden. Bin jetzt, wie Nadine gesagt hat, unabhängiger Strategieberater. Steigen wir ein. Ich habe nicht nur 10 Tipps, sondern ich habe vor allen Dingen erstmal noch 5 Fragen vorgelagert, die man sich meiner Meinung nach vorab stellen sollte, bevor man sich wirklich entschließt, einen Case zu schreiben. Weil wenn man diese Fragen überwiegend mit Nein beantworten kann oder muss, dann kann man sich den Aufwand sparen, denke ich. Deswegen 5 Fragen und dann 10 Ratschläge. Erstmal die 5 Fragen. Die erste Frage ist, klingt banal, aber hat der Case wirklich Kraft? Also hat das, was wir getan haben, wirklich eine Veränderung erreicht? Es wird viel eingereicht und der Konkurrenzdruck ist hoch. Daher sollte man sich vorher wirklich kritisch fragen, wenn ich in der Jury sitzen würde, würde mich das interessieren? Hätte ich das Gefühl, dass ich hier selber irgendwie einen Haken dran machen würde und das weiter voten würde?
Dazu kann man alte Cases im Vergleich lesen. Es gibt ja die EFI-Datenbank, in der man das alles angucken kann. Es gibt immer noch anachronistische Bücher, die man sich angucken kann oder PDF oder sonst irgendwas. Also das heißt, man kann sich sehr intensiv damit beschäftigen und sich selber benchmarken, hat das wirklich Kraft und ist das Ganze auch in Relation zu einem Budget erfolgreich? Also ist wirklich da ein überdurchschnittlicher Erfolg eingetreten, der sich lohnt, in einen Case zu gießen? Das war die erste Frage. Zweite Frage. Lässt sich denn dann diese Geschichte auch kompakt erzählen? Wie ist eine Hauptaussage? Was ist der Titel? In der Vielzahl von Cases, die man als Juror lesen muss, ja, weil es ist ja natürlich eben dann nur irgendwie eine gewisse Quote, die dann durchkommt. Das heißt, ich lese ja als Juror deutlich mehr Cases, als dann später was gewinnen, als die, die man in der als Kunde oder Betrachter sozusagen sieht. Deswegen Kompaktheit zählt eindeutig und Knappheit. Was ist der Titel? Wie kann ich eine Story draus machen? Habe ich eine interessante Geschichte? Passt das vielleicht im Kern sogar auf ein ganz knappes Ding? Könnte ich das als Elevator Pitch einem Marketingverantwortlichen so erzählen, dass er sagen würde, wow, das ist ja interessant, was ihr da irgendwie hinbekommen habt? Also diese Fragen einmal vorab sich stellen und sehr realistisch auch sich fragen, ist es möglich, das gut zu erzählen? Nicht nur in dem Format des Effi-Cases, der immer noch relativ opulent ist, sondern eben so, dass es interessant und spannend ist. Dritte wichtige Frage: Habe ich die notwendigen Daten? Ja, gibt es die Daten aus allen relevanten Bereichen zum Thema Marke und Kommunikation, zum Thema Geschäftserfolg, zum Thema Budget, Media? Habe ich die alle vorliegen? Komme ich an die ran und darf ich sie verwenden? Gegebenenfalls mit dem Kunden auch absprechen, darf ich sie benutzen oder wie darf ich sie benutzen? Muss ich sie indizieren oder was kann ich denn tun? Welche Möglichkeit gibt es auch der Datendarstellung, sodass keine Geschäftsgeheimnisse rausgehen? Aber ist der Kunde denn da überhaupt mit einverstanden? Der nächste Punkt klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber aus meiner Erfahrung schon auch wichtig, ist der Case auch kreativ im weiteren Sinne irgendwie interessant. Ja, natürlich ist das ein Effektivitätswettbewerb. Aber wenn ihr mal guckt, was ausgezeichnet wird, dann hat es dann oft dann schon auch eine kreative Fallhöhe. Das ist zum einen so, weil das natürlich mehr Freude macht, was auszuzeichnen, was dann eben auch wirklich glaubhaft Wirkung hatte. Und natürlich möchten wir alle gern auch, ich denke auch der GWA, nachweisen, dass kreative Arbeit, gute Arbeit, außergewöhnliche Arbeit zu mehr Geschäftserfolg führt. Ja, das kann man ja auch sehen, was der IPA in England macht, der englische quasi. Kleiner Verband, ja, der hat ganz, ganz stark diese Werbewirkung von kreativer Arbeit im Vordergrund. Und das ist natürlich was, was für den Effi auch eine Rolle spielt. Wo konnte Werbung wirklich einen Unterschied machen? Also insofern ist diese Frage, hat es auch eine kreative Fallhöhe, schon sehr interessant, sich im Vorfeld zu stellen. Und ich glaube, eine kreativ ausgezeichnete Kampagne kann auch über die eine oder andere kleinere Schwäche im Effi, im Case hinwegtäuschen, wenn es denn wirklich so ist, dass man die Motivation verspürt, diesen Case auszuzeichnen. Und dann klingt vielleicht banal, ist aber auch wichtig, ja, ist die fünfte Frage, gibt es die Kapazitäten, ja? Und auch das ist aus meiner Erfahrung oft unterschätzt. Es braucht richtig Arbeit und Einsatz, um einen guten Case zu schreiben. Es braucht eine Autorin oder einen Autor, es braucht eine Person, bei der alle Fäden zusammenlaufen, die den Überblick hat, die nachhakt, die formuliert, die das Ganze schreibt, ja? Es braucht Leute, die Grafiken aufbereiten, die beim Kunden nachhaken, weil irgendwas fehlt, die die Freigaben vom Kunden einholen. Es braucht den Kunden selber, der das Ganze gegenliest, der die Einreichung unterstützt, dran glaubt, der bereit ist, dann auch freizugeben. Und es macht wirklich nur Sinn, mitzumachen, wenn das alles klar und geregelt ist, weil andernfalls wird es nicht zu einem Erfolg führen. Und dann hat man sehr viel Arbeit investiert und bleibt irgendwo so auf halber Strecke mit einem unbefriedigenden Case stehen, weil man merkt irgendwie, nee, das kriegen wir nicht hin oder nicht auf einem Niveau hin, wie es braucht. Auch da, wenn ihr euch die Einreichungen anguckt, ist inzwischen auch das Aufbereitungsniveau extrem hoch, ja, so wie irgendwann in der Kreativbranche der Casefilm Einzug gehalten hat, ist es hier eben auch so, dass der Anspruch an die einzelnen Bestandteile eines Cases gewachsen sind und insofern braucht es dann eben auch entsprechende Kraft und vielseitige Einsätze von Menschen. Wenn man diese fünf Fragen überwiegend oder idealerweise durchgehend mit Ja beantworten kann, dann kann man sich an den Case heranwagen und dazu möchte ich euch 10 Tipps mitgeben, die dann hoffentlich helfen, auch am Ende zu gewinnen.
Der erste Tipp ist, zentral ist die richtige Kategorie. Ja. Es gibt inzwischen ja fast unendlich viele Kategorien oder zumindest sehr, sehr viele. Was gut ist, im letzten Jahr durfte man nur eine Kategorie einreichen. Jetzt ist es verändert, man darf in zwei Kategorien maximal einreichen, einen Case. Aber früher durfte man in so viele Kategorien einreichen, wie man wollte. Ich glaube, es ist gut zwei. Ja. Es gibt einmal die Zielkategorie sogenannte. Das kann sowas sein wie Activation, Transformation oder Brand Image. Und dann gibt es eine Disziplinkategorie, zum Beispiel Content Marketing, CRM oder Employer Branding. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden, wo ihr einreicht. Wie gesagt, maximal zwei. Und entscheiden ist aus meiner Sicht da immer gut, aber entscheiden heißt verzichten. Wie kann ich diese Entscheidung herbeiführen? Es gibt natürlich zwei Ansatzpunkte. Zum einen, welches Problem, klar, hat der Case gelöst, zentral gelöst, also wo passt der am besten? Das ist die inhaltliche Betrachtung. Bei größeren Cases oder vielseitigeren Cases gibt es noch eine andere Betrachtung, die ich auch euch mit ans Herz legen möchte, die ich auch immer mir angeguckt habe, ist, wo wird wie viel eingesendet und wo wird wie viel ausgezeichnet. Das heißt, es gibt also durchaus auch eine taktische Komponente, sich anzugucken, wo ist die Konkurrenz überschaubar, wo ist die Wahrscheinlichkeit eben dadurch schon mal höher, was zu gewinnen, weil ich irgendwo nicht dahin gehe, wo alle sind. Ja? Oder man kann sich natürlich auch mal einmal vorab fragen, welche herausragenden Stücke Werbung erwarte ich dieses Jahr im Effi-Wettbewerb? Und vielleicht kann man sich dann eben auch schon vorstellen, ah ja, da gab es eine Kampagne, die war so durchschlagend, vermutlich, dass sie in der Kategorie ziemlich hoch gerankt ist. Das heißt, da ist schon mal ein Effi im Zweifel weg, und da wird schon mal eine hohe Benchmark gelegt. Also gehe ich vielleicht auch taktisch in eine andere Kategorie rein, die ich mir aussuche, um da größere Chancen zu haben. Zweite ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung, damit man was gewinnen kann, sind belastbare Quellen. Ja? Also das heißt, die müssen eindeutig sein, die müssen auch sehr klar benannt werden. Also ich muss verstehen können, worauf führt ihr dieses Thema, diesen Erfolg oder aber auch diesen Fakt, den ihr vorne aufgebaut habt, zurück. Das muss irgendwie, idealerweise gibt es Quellen, die auch erreichbar sind. Es gibt natürlich viele interne Quellen, die man hat, also Trackings vom Kunden oder sonst irgendwas, die kann man verwenden. Die sollten dann eben aber auch ganz, ganz klar bezeichnet sein. Aus meiner Erfahrung hilft auch, wenn man ein, zwei Quellen hat, die eben auch einsehbar sind, gerade wenn es um Zielgruppen oder sonst was geht, irgendwelche Typologien oder sonst irgendwas, die man nutzen kann, die dann eben sozusagen einfach eine vergleichbare Grundlage legen, auf die sich jeder beziehen kann, die man dann dafür nutzen kann. Der dritte Punkt ist eine packende Herausforderung. Ja? Also hier in dieser Herausforderung, warum? Was war die Grundausgangslage, warum man diesen Case schreibt? Also welches Art von Problem konnte man lösen? Die sollte ein riesiges Drama aufmachen, die sollte klar auf den Punkt sein, die sollte natürlich relevant sein für den Case, relevant sein für die Lesenden. Und ich denke, da rede ich auch für die Jurymitglieder, kann Nadine nachher noch was zu sagen, sie sollte auch möglichst Allgemeinplätze vermeiden. Also es gab irgendwann nach 9-11 gab es eine riesige Flut, ja, also ungefähr 10 Jahre lang gab es irgendwie die Effekte von 9-11 in der Herausforderung für jede Marke. Im Augenblick sind es immer noch Nachwirkungen von Covid und von dem Ukraine-Krieg. Natürlich sind das Einflussfaktoren, aber man irgendwie, je spezifischer das Drama sozusagen ist, ja, also dass es dadurch gesellschaftliche Veränderungen gibt und dass wir uns in einer sogenannten Permakrise befinden, wie es ja gern geschrieben wird, weiß, glaube ich, jeder. Wenn wir dann darüber einsteigen wollen, das kann ja für den einen oder anderen Case auch wirklich eine Relevanz haben, und dann sollte man daraus schon ableiten, was ist dann die spezifische Herausforderung, die sich für eure Marke daraus ergeben hat, die darüber hinausgeht, dass es eben einfach nur das ist, was uns alle gerade betrifft, sondern dann da herausarbeiten, was ist das Spezifische, was uns davon betrifft. Nächster Tipp sind die Ziele, sich damit sehr, sehr stark zu beschäftigen und sie so klar wie möglich zu benennen. Ja, es gibt ja dieses Raster, was da vorgestellt wird, was verschiedene Zielkategorien hat. Davon sollte man jeweils zur Kategorie gehörend zu jedem Rasterpunkt auch ein Ziel haben. Also das heißt, man sollte schon gucken, dass man in jeder Zielkategorie auch mindestens ein Ziel hat. Die müssen natürlich auch wieder im Zusammenhang mit der Herausforderung eine Relevanz haben. Die müssen prägnant und logisch nachvollziehbar sein. Und sie müssen natürlich in irgendeiner Form auch realistisch sein. Also das heißt, ich muss schon das Gefühl haben, das kann Kommunikation schaffen, ja. Also ein Bekanntheitssprung von unbekannt zu super bekannt oder sowas, das wird eben keiner richtig glauben, sondern sie müssen so sein, dass man sie auch erreichen kann. Wenn ich den Case darstelle, dann wird es immer um ein spannendes Visual gehen, ja. Das muss aussagekräftig sein.
Auch das hat sich in den letzten Jahren nochmal verändert. Das sollte nicht nur ein Kampagnenmotiv sein, sondern das sollte aus meiner Sicht schon eher was sein, wo man versucht, in Summe diesen Case darzustellen oder ihn irgendwie zu charakterisieren, so dass man sieht, was getan wurde. Visual, das Lust macht auf mehr natürlich. Auch wichtig ist daraus abgeleitet das Case-PDF. Ja, also wenn ihr euch die anderen Vorträge von Leuten, die Tipps zum Effi geben wollten, anguckt, ist es ganz oft so, dass sich viele von den Jurymitgliedern zunächst mal entweder dieses Visual oder den Case-PDF angucken, um erst einen ersten Eindruck zu bekommen, wie viel Mühe wurde reingestellt, was ist denn das, was mir das auf den ersten Blick sagt und wo komme ich damit hin. Also das heißt, da steckt schon mehr drin, als nur einfach, dass es das auf den Punkt bringt, sondern das kann eben die Einladung aufmachen, ah ja, hiermit beschäftige ich mich intensiv, aber es kann auf der anderen Seite eben auch schon bedeuten, das überzeugt mich nicht, der ist schon mal sozusagen startet unterhalb der neutralen Linie und dann muss man das eben durch viele Schreiben und einhauen, erstmal wieder ausgleichen und rausholen. Eins zu eins Ergebnisse ist irgendwas, was einem auf den ersten Blick auffällt, wenn man viele Cases liest, also vor allem viele Cases, die sich später nicht im Buch befinden, ist, jedes Ziel vorne braucht hinten ein Ergebnis. Und jedes Ergebnis braucht hinten vorne ein Ziel, von hinten braucht vorne ein Ziel. Also wenn das nicht eins zu eins übereinstimmt, dann macht das Ganze keinen Sinn. Also das passiert aber wahnsinnig häufig. Vorne wird ein Ziel benannt, was aber hinten nicht mit einem Ergebnis klar aufbereitet ist. Oder andersrum, hinten, ah ja, stimmt, spannend war auch noch, dass wir ja, weiß ich nicht, Follower gewonnen haben oder sonst irgendwas. Und das ist aber vorne nicht als Ziel benannt. Dann wird es hinten auch nochmal irgendwie dramatisiert oder sonst irgendwas. Aber das macht dann keinen Sinn mehr, weil es erfüllt dann irgendwas, was nicht in der Dramaturgie des Cases benannt wurde oder was irgendwie einen Punkt gesetzt hat. Deswegen wird es nichts hinzuaddieren. Also heißt, wenn ihr das für zentral von Bedeutung haltet für diesen Case, dann macht es vorne auch als Ziel auf. Wenn es vorne nicht in die Zielkategorien passt, dann macht es auch den Case nicht besser. Das heißt, dann fasst es nicht rein oder ihr seid in der falschen Kategorie unterwegs. Aber diesen 1 zu 1 Zusammenhang, der muss auf jeden Fall, das ist eine ganz banale Erkenntnis, aber der muss auf jeden Fall vorhanden sein. Dann Ziele und ihre Erreichung einzeln abarbeiten. Also das heißt wirklich Ziel 1 vorne bringt hinten Ergebnis 1, Ziel 2 von vorne bringt hinten Ergebnis 2. Headlines erzählen die Geschichte, ja. Also irgendwie, was war das Ziel und was habe ich da erreicht? Es sollten nachvollziehbare Benchmarks aufbauen, also Ergebnisse ohne Vergleich machen keinen großen Sinn. Das sind idealerweise natürlich aus allen Daten, die uns zur Verfügung stehen, Wettbewerber, die wir übertroffen haben, aber auch da gibt es einen großen kreativen Freiraum, den man nutzen kann. Also man kann sich zum Beispiel auch benchmarken, natürlich mit Cases aus den Vorjahren, also gerade wenn ich jetzt in bestimmten Kategorien unterwegs bin, meinetwegen Influencer oder sonst irgendwas, dann kann ich eben sagen, ah ja, der Case letztes Jahr, der ja so und so viel gewonnen hat, mit dem und den Mitteln, da habe ich dieses Jahr viel mehr erreicht, weil ich habe mit denselben Mitteln das und das erreicht oder sonst irgendwas. Also das heißt, da kann ich mir auch kreative Vergleichspunkte geben, aber diese Vergleichspunkte sollte es geben, weil sonst sind die Zahlen natürlich trotz allem Schall und Rauch. Und deswegen, das macht dann sonst nicht viel her. Thema Statistik, ja, also es gibt einen kreativen Umgang mit Statistik. Das heißt erstmal natürlich nicht lügen, ja. Also wer bei den Zahlen lügt oder fälscht, das kann man ja theoretisch enteilen, weil in den Einblick des Trackings im Zweifel niemand Einblick hat. Aber wer das tut, der kommt in die Werbehölle und irgendwie, das können wir uns, glaube ich, alle vorstellen, dass man da nicht hin will. Also das heißt, Lügen ist natürlich keine Option. Aber was es schon gibt, es gibt ein breites Spektrum, wie man mit Zahlen umgehen kann, und wie man Zahlen auch darstellen kann, sodass sie interessant sind und sich eben wirklich tief mit den Zahlen auseinandersetzen, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn, sich reindenken, was stelle ich denn da? Ja, also eine Steigerung von 30% auf 33% klingt vielleicht irgendwie nicht wahnsinnig spannend, aber eine Steigerungsrate von 10% klingt dann vielleicht schon interessanter. Also das heißt, wirklich mit den Zahlen arbeiten, sich fragen, was hole ich aus den Zahlen am besten raus, wie kann ich sie am besten so darstellen, dass der maximale Wirkungshebel auch dargestellt wird. Das ist was, wo man sich wirklich reindenken sollte und wo man sich sehr intensiv mit beschäftigen sollte. Wenn man diese Zahlen dann für sich identifiziert hat, helfen natürlich klare Grafiken. Auch da wäre meine Empfehlung zu jedem Ziel, eine Grafik zu haben, weil eine grafische Darstellung natürlich am schnellsten erfassbar ist.
Auch da Klarheit hilft, ja, da gibt es sehr, sehr gute Dinge, da kann man sich auch alte Bücher angucken, wo es hilft, aber Pfeile helfen immer, Steigerungsraten darstellen, beschriften, Farbe der Marke ist die Farbe des Balkens, also diese Dinge wirklich so machen, dass sie leicht erfassbar sind. Unsere Marke sticht schon farbig heraus, vielleicht sind Wettbewerbende dann nur grau oder sonst irgendwas so, dass man auf den ersten Blick schon eine Botschaft mitnimmt, die sehr, sehr klar ist. So dass das Ganze schnell erfassbar ist, weil das Thema der Erfassbarkeit ist eben das Zentrale. Wenn man 70 Cases oder sowas lesen muss, dann will ich eben schnell verstehen, wo stehe ich hier und was machen wir gerade. Wenn das alles funktioniert, dann ergibt sich dieses Dreieck, ja, dann ergibt sich ein, ich nenne es magisches Dreieck aus der Strategie und dem Insight, den Zielen und den Ergebnissen. Ja? Also da sollte es eine 100% Logik geben, wie diese Dinge zusammengehören. Ja? Also ich hatte eine Herausforderung, ich habe mir dann Ziele vorgenommen, ich habe dann einen Insight gefunden, eine Strategie, die dir hilft, dieses Problem zu lösen. Und das schlägt sich eins zu eins in den Ergebnissen nieder. Wenn das nicht aufgeht und das nicht auf den ersten Blick logisch nachvollziehbar für den Lesenden ist, dann wird er den Case zur Seite legen und er wird nicht weiterkommen. Oder er wird dann spätestens in den weiteren Runden maximal dann eben noch ins Buch kommen oder sonst irgendwas, weil dieser Wirkzusammenhang, der ist von zentraler Bedeutung. Die Summary sollte Lust machen, das Ganze zu lesen. Das sollte den Case idealerweise so zusammenfassen, dass ich auf den ersten Blick verstehe, was ist da passiert. Ja, das ist ja irgendwie auch das. Das ist dann quasi hinten raus der Elevator Pitch, wie ich immer ganz kurz sagen kann, was habe ich denn hier vorgefunden, was habe ich getan. Das sollte Lust machen. Ja, also die Cases, die ich gelesen habe, habe ich immer wieder. Ich fange da tatsächlich mit der Summary an, gucke mir an. Was ist denn in aller Kürze das, was ich gelesen, was ich hier mitnehmen soll? Sollte spannend sein, das sollte Lust machen, was zu machen, sollte diese Geschichte in ganz großer Knappheit und Kürze erzählen. Und dann ist der letzte Punkt, den ich habe, sind vollständige Credits, ja, nur keine vergessen, gerade vom Kunden, aber auch nicht intern, sonst gibt es Ärger, ja, also wenn das Ding irgendwo was gewinnt und es fehlt jemand, dann gibt es Probleme, ja, vom GF bis Kreativteam sollte jeder dabei sein. Und auch dafür dann wieder rechtzeitig Zeit einplanen für den Kundenprozess, der dann die Credits umfasst, aber eben diese gesamte Case-Freigabe einplanen. Das ist meistens sehr viel komplizierter als erwartet und kostet hinten raus nochmal wahnsinnig viel Zeit. Und wenn ich das auf der letzten Rille mache, dann wird es im Zweifel nicht funktionieren. Also zusammengefasst, fünf Fragen, die man sich vorab stellen sollte, ob es überhaupt sich lohnt, dran zu setzen. Ja, das sind, hat der Case Kraft? Lässt er sich kompakt erzählen? Habe ich die Daten, die ich brauche, um es zu erzählen? Gesundheit, Nadine. Ist der Case kreativ interessant und gibt es die Kapazitäten, um das wirklich durchzuziehen? Und dann die 10 Ratschläge, sehr viel Augenmerk darauf zu richten, in welcher Kategorie ich einreiche, sowohl inhaltlich als auch taktisch. Quellen so auszuwählen, dass sie nachvollziehbar sind, eine Herausforderung, die das Drama klar macht, die aber eben auch sich Allgemeinplätze spart. Ziele, die zu jeder Zielart liefern und dann logisch nachvollziehbar sind und erreichbar scheinen. Ein spannendes Visual, was jeder sofort versteht und was man sieht, was dieser Case tut. Die Ergebnisse, die die Ziele von vorne aufgreifen, eins zu eins darstellen, so dass man sie versteht. Statistik, sich sehr viel damit zu beschäftigen, wie kann ich die Zahlen so aufbereiten, dass sie den Erfolg bestmöglich machen? Ja, wo setze ich mir Benchmarks? Welche Ziele kann ich erreichen? Ja, man liest viele Cases, wo jemand sagt, ich wollte eigentlich nur 5% irgendwie Zuwachs haben, ich habe aber jetzt 20% bekommen oder ich wollte 5% und habe 50 bekommen, dann habe ich ja meine Ziele um 1000% übertroffen oder sowas. Also das macht alles irgendwie keinen Sinn. Es macht aber natürlich schon Sinn, sich Ziele so zu stecken, dass ich sie übererreichen kann, weil das den Case natürlich in irgendeiner Form dramatischer macht. Dann grafisch das so aufzubereiten, dass ich es auf einen Blick erfassen kann, mich mit Headlines so durchzuhangeln, dass sie die Grafik klar erzählen. Wenn es gut geworden ist, das Dreieck zu haben aus dem Ziele, Insight, Strategie und den Ergebnissen, die Summary so aufzubereiten, dass man auf einen Blick versteht, worum es geht, und vollständige Credits. Und jetzt löse ich noch kurz den Titel auf, ja, unwahrscheinlicheres als ein Effi zu gewinnen. Das habe ich den ChatGPT mal gefragt, was es denn sein könnte. Und
Das ist tatsächlich nur zurück ins Deutsche übersetzt, aber es ist die Originalantwort von ChatGPT. Ja? Also insofern schon mal Glückwunsch an den GWA, weil er hat diesen Preis offensichtlich hoch schon aufgehängt. Ja? Der Gewinn eines Effi-Preises ist prestigeträchtig in der Werbebranche. Hier sind ein paar Dinge, die weniger wahrscheinlich sind. Die Entdeckung eines neuen Planeten in unserem Sonnensystem, einen freien Fall aus einem Flugzeug ohne Fallschirm überleben mit verbundenen Augen oder mit verbundenen Augen auf Anhieb eine Nadel im Heuhaufen finden. Und laut ChatGPT, diese Beispiele unterstreichen, wie außergewöhnlich der Gewinn eines Effie Awards in der Werbung ist. Also insofern, wer einen gewinnt, hat dann auch viel erreicht. Ja? Also er hat mehr erreicht, als einen neuen Planeten in unserem Sonnensystem zu entdecken. Insofern wünsche ich mir, dass euch all das gelingt, falls es jemals darauf ankommt, ja, also dass ihr all diese Dinge schafft und auch da die Unwahrscheinlichkeit besiegt. Aber ich freue mich auch und hoffe, dass ich heute eure Effi-Gewinnchancen etwas erhöhen konnte mit meinen Gedanken. Und so viel von mir. Jetzt gebe ich rüber zu euch und freue mich auf Fragen. Vielen, vielen Dank, Daniel.